Auf der Bushido-Tour wird Kapi vor dem gesamten Publikum erniedrigt. Ein Audio wird abgespielt, wie Capital sich angeblich einpisst und voll drauf ist. Doch nun packt der Berliner Rapper aus. Auch er besitzt intime Aufnahmen und das angeblich von Bushidos Ehefrau. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Der Beef zwischen den beiden wurde nie offiziell beendet. Erst gab es tagelang Provokationen, bis dann der Diss von Bushido erscheint. Mehrere Minuten rechnete mit seinem alten Rap-Kumpel ab. Anschließend warten alle gespannt auf die Antwort. Auch Capital gibt alles. Doch dann ist der Beef genauso schnell wieder vorbei, wie er angefangen hat. Einige Monate später ist nichts davon vergessen. Denn Bushido lässt scheinbar nicht locker. Und aus dem Grund droht Capital damit, auch Sachen zu leaken, wenn er will. Angeblich habe er von Fußballspielern intime Audios, Videos und Fotos erhalten. Doch so weit möchte er nicht gehen. Es ist bloß eine Androhung von dem Ukrainer. Die Echtheit dieser Aussage kann ich natürlich nicht verifizieren. Übrigens, die Audios, die Bushido auf der Tour abspielt, sind KI-generiert. Ein Original hat es nie gegeben. Hier, hört euch an, was er selbst zu sagen hat. Guck mal Leute, er geht auf Tour, er benutzt meine Stimme, ich habe mich eingekackt, dies, das und her. Ich habe Videos so von manchen, sag mal, alten Bundesligaspielern und Sprachnachrichten und dies, das und so, weil ich auch ein paar persönlich kenne. Die haben gesagt, hier, mach das, zeig das, mach das. Und ich mach's trotzdem nicht, wo ich ihn damit richtig rasieren könnte. So. Und wenn er nicht damit aufhört, weiter zu sticheln oder zu machen oder zu tun oder was auch immer, wenn ich merke, er will diesen Beef und er braucht diesen Beef, er braucht diesen Hype, er braucht das. So, das ist für ihn, weil, ja, keine Ahnung, was für ihn. Was hat ein Film fährt so? Von Araban zu Araban, dahin links, rechts, mit erzählt, ich kooperiere nicht mit der Polizei. Er sagt zu mir 31er, like, wer saß wegen mir einmal im Gericht oder einmal im Knast? So, natürlich habe ich Fehler gemacht. Also, ich bin auch kein perfekter Mensch. Zum Beispiel, der größte Fehler war mit Aschraf. Zum Beispiel. Da war ich sehr auf viele verschiedene Drogen zum Beispiel. Und da gab es auch einen Mann, zwischen uns, was heißt ein Mann, das ist kein Mann, das war eine Pussy, die sehr viel Fitna zwischen mir und Aschraf gemacht hat. So. Also, ich sag mal, 90% oder 80% bin ich schuld und 20% ist dieser Mann schuld, der dazwischen war. So. Weil er Aschraf die ganze Zeit so aufgeheizt hat, dass ich nicht das mache, was eigentlich zu machen ist. Und wie gesagt, Fitna, Leute, Fitna, deswegen. Ich hoffe, ich habe irgendwann die Eier oder den Mund dazu, einfach zu Aschraf zu gehen und mich zu entschuldigen. Auf einen klaren Kopf, so wie ich jetzt bin, so wie ich normalerweise bin. Weil ich bin kein Mensch, der jemandem was Schlechtes möchte und weil auch nicht Aschraf so, weil, ja, was soll ich euch sagen, Leute? Das ist halt, manchmal macht man Fehler im Leben. Und das war einer meiner größten so, die Trennung. Inshallah, inshallah wird schon alles gut. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr über das Statement von Capital und glaubt ihr, dass Bushido das auf sich sitzen lässt? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.